Ein herzliches Grüß Gott, mein Name ist Anja Teistler. Ich begrüße Sie heute aus unserem neuen Lehrexperimentierlabor für hybride Gruppenarbeit an der TH Rosenheim. Im Projekt HIROX sind noch zwei weitere Räume entstanden. Zum einen das Future Skills Lab mit Videoscreening-System und zum anderen der Scale-Up-Raum, auf den Claudia Schäfle gleich im Anschluss noch eingehen wird. Dieses Projekt hat zur Zielsetzung, innovatives und digitales Lehren und Lernen zu entwickeln, um so die Future Skills der Studierenden zu fördern. Ich lade Sie jetzt ein auf eine kurze Zeitreise. Von der Entstehung bis hin zur Fertigstellung des Raumes und danach ein paar Lessons learned. Wir springen direkt ins Jahr 2015. Die ersten Räume für Online- bzw. hybride Lehre an der TH Rosenheim gibt es schon. Hier ist noch die frontale Vorlesung, das Mittel der Wahl. Spätestens zur Pandemie 2020, als ein Lockdown dem anderen folgt und nur noch Online-Lehre möglich ist, wird klar, dass der Bedarf an hybriden Räumen nicht nur quantitativ steigt, sondern auch die abzubildenden Anwendungen eine andere räumliche Struktur erfordern. Die Stiftung für Innovation in der Hochschullehre ermöglicht uns Ende 2020 die Idee zur Entwicklung dieser Räume voranzutreiben. Und wir gehen mit der Zielsetzung der Förderung von kollaborativem Arbeiten, Kommunikation und Technologienutzung in eine Beantragungsphase. Mitte 2021 können wir mit der Planung starten. Von Anfang an involvieren wir die Lehrenden, aber auch die Innenarchitekten, Möbelhersteller, unser Rechenzentrum, das Facility Management sowie Medientechniker. Anfang 2022 können wir dann die Abschreibe- und Vergabephase abschließen und in eine Detailplanung einsteigen. Eine Herausforderung ist es, diese Räume aus der Stundenplanung herauszunehmen. Denn von März bis September 2022 beginnen wir mit dem Umbau. Die Räume werden geleert und endlich weichen die Overhead-Projektoren und Tafeln moderner Technik. Am 20.09.2022 ist es dann soweit, der erste Gastreferent darf diesen Raum hier einweihen. Somit beginnt eine Phase des Experimentierens und Anpassens. Seit diesem Semester sind die Räume wieder vollständig in die Lehre integriert. Unser Evaluationsfokus hat zum Ziel, Anreize für die Raumgestaltung der Zukunft zu erlangen. Im Wintersemester 2022 bedienen wir uns hierfür einen leitfadengestützten Interviews mit den Lehrenden. Im Sommersemester 2023 setzen wir jetzt auf standardisierte Fragebögen, getrennt für Lehrende und für Studierende. Wir konzentrieren uns auf das interaktive und aktive Lernen und den Mehrwert fürs Lernen durch offene Fragen herauszustellen. Unsere ersten Learnings sind im Endeffekt, dass wir anderthalb Jahre für die Erstellung der Räume gebraucht haben, was ein realistischer Zeitraum ist, auch in Anbetracht der Lieferschwierigkeiten. Jedes Detail, das Sie im Vorfeld nicht betrachten, planen oder ausprobieren, erzeugt Unzufriedenheit. Involvieren Sie Innenarchitekten, sei es für die Lichtplanung, machen Sie eine Schallmessung und lassen Sie die Ergebnisse einfließen. Es ist ein großer Mehrwert für den Raum. Eine erfolgreiche Raumnutzung hängt nicht nur von der technischen Unterweisung oder Unterstützung ab. Es erfordert Training und didaktische Betreuung und somit einen individuellen Betreuungsaufwand. Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie mich gerne anja.teistler@th-rosenheim.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, Anja. Ich habe den Timer bei euch schon gehört. Der war schneller als meiner. Sehr gut. Vielen Dank für den lebendigen Einblick, vor allem auch in euren Lernraum.
das so zu sehen, die Entstehungsgeschichte zu hören und auch alles Gute dafür für die Zukunft. Einen ähnlich lebendigen Einblick in das Raumerlebnis, Raumgefühl können wir jetzt gleich von Claudia Schäfer erwarten. Da sind sie schon live gestellt. Wow, das sieht sehr beeindruckend aus. Genau, hallo, herzlich willkommen. Ich übergebe auch. Danke. Herzlich willkommen aus einem weiteren dieser hybriden oder Lehrräume, die wir in diesem HIROC-Projekt umsetzen konnten an der TH Rosenheim. Mein Name ist Claudia Schäfle, ich bin hier Physikprofessorin und weil wir hier nachher sowieso gleich Lehrveranstaltungen haben, habe ich unsere Studis gleich mitgebracht. Das sind hier die Studenten des Studiengangs Energie- und Gebäudetechnologie. In diesem Raum machen wir grundständige Lehre, das heißt, wir machen Grundlagenphysik, Grundlagenmathe, das, was man üblicherweise in diesen Hörsälen mit den festbestuhlten Reihen kennt. Und ein paar andere Kollegen haben den Raum auch schon lieben gelernt. Das Lernen hier funktioniert anders, wie man es eben so kennt. Sie sehen, die Studenten sitzen hier um runde Tische, sie arbeiten viel in Gruppen. Wir haben dafür gesorgt, dass jeder gut sehen kann, ohne sich den Kopf zu verrenken. Das heißt, wir haben Beamer in verschiedene Raumrichtungen. Und jetzt zeige ich Ihnen einfach mal so ein bisschen, was die hier machen. Wir haben hier zum Beispiel eine Methode, das sind Whiteboards. Da kriegen die Studierenden anspruchsvolle Aufgaben. Das ist eine Möglichkeit, die einzusetzen. Und dann können die die im Team lösen. Und das Schöne ist, ich als Lehrperson sehe sofort, was sie schreiben und sie können auch automatisch sehr gut zusammenarbeiten. Eine weitere Sache ist, dass wir mit sogenannten Klickersystemen arbeiten. Wir machen Konzeptverständnisfragen und dann darf jeder hier mal klicken und sozusagen eine Antwort abgeben. Normalerweise ist dann die Antwortverteilung so, dass sie unterschiedlich ist. Und dann kommt eigentlich die wichtige Phase. Die Studierenden sind dann aufgefordert, miteinander zu reden. Und dann wird nochmal abgestimmt und meistens setzt sich dann die richtige Antwort durch. Genau, das wäre die Methode Peer Instruction. Was wir auch machen in dem Hörsaal ist, sehen Sie hier, wir haben jetzt im Moment, werden wir die nächste Woche den Stirling-Motor besprechen. Wir sind gerade in der Thermodynamik und da bauen wir auch kleine Experimente auf die Tische auf. Und die Studierenden dürfen dann selbst Messdaten aufnehmen und selbst die Dinge ausprobieren, anfassen. Und jetzt wollte ich mal fragen, Herr Wagner, Sie studieren hier Energie- und Gebäudetechnologie. Wie sehen Sie denn so den Unterschied zwischen im Hörsaal und jetzt hier in so einem Scale-Up-Raum? Ja, also das eigenständige interaktive Arbeiten bringt mir persönlich mehr, weil ich einfach Gelerntes viel besser merken kann. Bringt mir am Ende vom Jahr in der Prüfung viel. Und in anderen Vorlesungen, wo das noch nicht so ist, vermisse ich das natürlich auch. Okay, gut. Dankeschön. Genau. Scale-Up heißt Student-Centered Active Learning Environment for Upside-Down Pedagogies. Scale-Up ist studentenzentrierte Lernumgebung. Das haben wir hier. Das Upside-Down, das kann ich Ihnen visuell jetzt nicht übertragen. Die Studierenden kriegen jede Woche einen Studierauftrag. Im Moodle müssen sich vorbereiten, bearbeiten Quizze, stellen Fragen. Und ich als Lehrperson schaue mir diese Fragen im Vorfeld an, beantworte zum Teil auch die als E-Mail oder ich nehme sie mit in die Lehrveranstaltung und kann das just in time anpassen, so wie es die Studierenden brauchen, was sie wissen wollen. Deswegen heißt die Methode auch Just in Time Teaching, wurde in den USA entwickelt. Und zum Abschluss ist es so, meine Aufgabe als Lehrperson ändert sich durch diese Lehrmethode, weil ich bin jetzt in zwei geteilten Rollen. Zum einen erstelle ich die ganzen Lehrmaterialien, da bin ich wie sonst früher auch die Informationsgeberin, überlege mir Lernziele und wo es hingehen soll, suche die Materialien raus und erstelle die Quizze. Und zum anderen gestalte ich die Lehrveranstaltung aber so, dass die Studierenden selbst was tun können und ich bin mehr der Guide on the side, an dem die dann an den Aufgaben selber wachsen können. Und wenn man es selber gearbeitet hat und es selber gemacht hat, bleibt es halt viel besser hängen.
So, und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und wenn Sie mehr Interesse haben, dann gern zu unserem Thementisch oder auch Homepage der Rosenheim www.proaktiv.de. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Claudia, für den tollen Einblick, für den Mittendrin-Einblick quasi aus Ihrer Rolle heraus. Auch vielen Dank für die Stimme des Studenten, der das von seiner Perspektive aus eingeschätzt hat. Man hört den Timer im Hintergrund, also danke für das gute Timekeeping hier, auch an alle SpeakerInnen. Ich sehe, im Chat ist ein bisschen Austausch, natürlich steht er zur Verfügung. Wenn das hier in Ordnung ist, nehmt es ruhig gerne auf, ansonsten eben am Netzwerktisch danach, weil wir sind sehr gut in der Zeit und jetzt schon bei unserem letzten Speaker angekommen und übergebe das Spotlight dementsprechend auch gerne an Lars. Bitteschön. Man sieht alles gut. Ich glaube, du bist noch stumm geschaltet. Ich müsste jetzt auch zuhören. Zuhören. Können Sie mich hören? Ja, wir hören dich. Okay, perfekt. Dankeschön. Genau, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Lars Gerber. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Vechta und vielen Dank für die Möglichkeit und auch das Interesse, Ihnen oder euch einen kurzen Einblick in unsere aktuellen Bemühungen und Erfahrungen zur Gestaltung zukunftsweisender Lernräume an der Universität Vechta skizzieren zu dürfen. Lernräume zu entwickeln, und ich glaube, das haben wir auch in den vorherigen Talks schon gehört, ist ein komplexes Unterfangen mit auch entsprechenden Zeithorizonten, die sich aus unterschiedlichen Anforderungen ergeben, aber gleichzeitig erfordern drängende räumliche Veränderungen an Hochschulen sowie eben auch häufig projektbasierte Förderung, schnelle und konkrete Lösungen. So wurden in den für die Universität Vechta zentralen Projekten, das ist zum einen das Projekt VIBES, virtuell begleitetes Selbststudium im erweiterten Bildungsraum, und das Projekt Zwischenräume, hybride Lernraumkonzepte entwickelt und in sogenannten Campus Spaces prototypisch umgesetzt. Diese Spaces sollen den Anforderungen eines gesundheitsförderlichen und studierendenorientierten ganzheitlichen Lernens im erweiterten Bildungsraum gerecht werden und eine multioptionale Gestaltung zum Zugang in virtuelle und hybride Settings aufweisen. So die Idee. Im Campus als Ort vielfältiger Begegnung war und ist dabei für uns eine gemeinsame Perspektive, welche unsere Entwicklungsbemühungen und Diskussionen im Kontext von Lernraumentwicklung mit unterschiedlichen AkteurInnen rahmte. Und auf Basis dieses in Anführungsstrichen Leitbildes entstanden unter Beteiligung von Studierenden Ideen für multioptionale Räume als sogenannte Health Co-Learning oder Break Spaces, um Kollaboration zu ermöglichen, individualisiertes Lernen zu unterstützen, aber ebenso auch Erholung und Bewegung im Studienalltag zu fördern. Hier auf den Bildern sehen Sie einzelne Einblicke in ebenso welche prototypischen Räume. Und in einen möchte ich Ihnen noch einmal einen detaillierteren Einblick geben. Und zwar ist der Campus der Universität Vechta bereits oder bietet bereits eine Vielzahl an eher klassischen Lehr- und Lernräumen. Entsprechend haben wir uns dazu entschieden, vor dem Hintergrund der Bedeutung von studierberuhigten Räumen zur Erholung und zum Austausch und der Vernetzung oder der Verpflegung die Cafete als studentisch geführtes Café auf dem Campus als sogenannten Breakspace nochmal besonders in den Fokus zu rücken und umfangreich zu erweitern bzw. zu modernisieren. So lädt der Raum in Fortführung seiner ursprünglichen Funktionen, die Sie in den Bildern oder die ihr in den Bildern links seht, nun durch nochmal eine klare Definition von Zonen, sowohl zum individuellen Erholen, zum gemeinsamen Verweilen und zum Verpflegen oder zum Lernen ein. Und um Ihnen nochmal einen konkreteren Eindruck von diesem umgestalteten Raum zu geben, habe ich noch ein Video mitgebracht.
Falls der mit Ton ist, das Video, man hört es nicht, weiß nicht, ob darüber gesprochen wird, aber die Bilder sind gut sichtbar. Genau, ich glaube, wichtig war, dass die Bilder zu sehen sind. Wenn das klappt, das super. Und das vielleicht noch zum Abschluss. Aus unserer Erfahrung in den Projekten stellen sich speziell in studentisch geprägten Räumen die Verständigung über eben neue Raumvorstellungen als spannungsreich dar, so dass vielleicht als exemplarischen Einblick haben wir in einer Befragung von Studierenden zu den neu geschaffenen Co-Learning Spaces die Rückmeldung bzw. den Wunsch erhalten, weniger Berlin-Startup, so die Formulierung des entsprechenden Studenten oder der entsprechenden Studentin. Und aus unserer Sicht zeigt sich in dieser Bemerkung eben sehr eindrücklich, dass die Gestaltung von Lernräumen an Universitäten eben auch wesentlichen Einfluss auf die symbolische Qualität dieser Räume nimmt und es sich eben auch um tiefgreifende Veränderungsprozesse der eigenen Campus Experience, die sowohl Strukturen, aber auch Prozesse beeinflusst und individuelle Einstellungs- und Verhaltensänderungen auf die Perspektive von Hochschulstudium sowohl von Studierenden als auch ebenso von Lehrenden herausfordert. Und aus unserer Sicht bedarf es hier im Lernraumentwicklungsprojekt noch mal einer intensiveren Berücksichtigung von lokalen Eigenheiten, aber eben auch eine Einplanung von langfristigen Verständigungsprozessen zu diesen neuen Raumideen. Das haben wir, glaube ich, auch schon in Andeutung in den anderen Talks gehört. Und so stellt sich aktuell uns eben die Frage, wie wir flächendeckend diese neu geschaffenen Lernräume in studentische Lernprozesse etablieren können und ebenso Eingang in hochschulische Bildung an der Universität Vechta in unterschiedlichen Settings finden. Und wir stehen da, glaube ich, mit unseren Bemühungen zur Verständigung noch am Anfang und sind da gespannt auf weitere Anregungen oder Diskussionen. Und damit bin ich auch am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lade euch herzlich zu Fragen und Anregungen am Netzwerktisch, aber genauso auch über die Kontaktdaten oder die Projektwebseite ein. Vielen Dank.